Hallo miteinander, herzlich willkommen auf Amazing Nature Alpha, dem Natur- und Technik-Kanal. Heute mit einem kleinen Lightroom-Tutorial, in dem wir diesen Looks bearbeiten wollen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das geht. Zuerst werde ich das Bild in den Proportionen besser bestimmen. Dazu ziehe ich das Bild kleiner und behalte die Proportionen bei, wie das Original war. Dann platziere ich den Kopf des Luchses im goldenen Schnitt auf den zwei Schnittlinien der Drittellinie. Als nächstes setzen wir den Weißabgleich, denn wir sehen hier schon im Weißen, dass das Bild ziemlich blaustichig ist. Und schaut mal her, was das jetzt ausgemacht hat. Ich habe lediglich die Spitze des Weißabgleichs auf das Auge gesetzt und schon ist das Bild deutlich wärmer. Hinten die Lichter klippen etwas aus, die sind völlig überbrannt. Und deswegen reduzieren wir die Lichter auf minus 10 und alle anderen Regler lassen wir erstmal in Ruhe. Die Dynamik ziehen wir mal etwas nach oben, um schon mal eine kleine Vorschau des fertigen Bildes zu bekommen. Als nächstes sorgen wir dafür, dass die Lichtstimmung noch weiter verstärkt wird. Deshalb verwende ich hier das Radialwerkzeug, indem ich einfach Kreise setze, die ich dann heller stelle und auch in der Wärme etwas anpasse. Also ich drehe hier einfach auf plus 15 mit dem Gelbwert. Dann dupliziere ich die Kreise, also die Radialfilter, die wir gesetzt haben, und werde mit jedem weiteren Kreis, den ich nach hinten erzeuge, etwas kleiner, damit sich das Licht zum Zentrum hin etwas mehr konzentriert und wir einen schönen Sonnenreflex von hinten bekommen. Ein vierter Kreis ist dann doch zu viel und ich behalte die drei Kreise bei. In den meisten Fällen übertreibt man es immer etwas mit der Bearbeitung, um es dann auch wieder etwas rückgängig zu machen und wieder etwas zu abzusoften. Dann passen wir die vorderen Kreise nochmal an, beziehungsweise den vorderen Kreis. Hier gehe ich doch nochmal etwas wärmer und reduziere die Klarheit, dass der Hintergrund etwas verschwommener wirkt. Und den letzten Kreis, den werde ich auch noch etwas gelber einfärben, sodass hier der Sonnenlook so richtig durchkommt. Als nächstes setzen wir noch einen weiteren Radialfilter auf den Look selber, damit der nicht so untergeht hier im Laub. Und dazu heben wir die Helligkeit etwas mehr an, dass das Tier ein wenig mehr im Vordergrund steht. Und weil es sehr soft ist, werden wir den Kontrast anheben, dass es einfach noch ein bisschen prägnanter zur Geltung kommt. Weil das Fell etwas fade ist, geben wir auch hier etwas Gelb hinzu. So war das vorher und so sieht es momentan aus. Da hat sich schon jede Menge getan mit ganz, ganz wenig Schritten. Dann wählen wir noch das Korrekturpinselwerkzeug und malen etwas die feinen Konturen im Gesicht des Luchses nach. Und hier heben wir dann die Klarheit etwas an, dass die feinen Zeichnungen einfach noch etwas kontrastreicher und aufgehellter zur Geltung kommen. Störend ist auch dieser Holzblock oder dieser Baumstamm, dieser abgesägte hier im Vordergrund. Den versuchen wir einfach etwas mit einem Verlaufsfilterwerkzeug etwas in der Helligkeit zu reduzieren, damit dieser einfach nicht so in das Bild hineinsticht und uns den Blick auf den Lux lenkt. Und außerdem machen wir vorne noch eine kleine Treppe hinein mit dem Verlaufsfilter, um mehr Tiefe in das Bild zu erzeugen. Jetzt sehen wir schon im Histogramm, wir spitzen rechts mit den Lichtern an und links sind wir eigentlich ganz gut in den Tiefen dabei. Trotzdem, wir sehen das rechts unten das Blau, die Tiefen können wir noch etwas verstärken und die Lichter können wir auch noch, also das Weiß, das reine Weiß können wir noch etwas anheben, um dem Bild noch etwas mehr Brillanz zu verleihen. Als letzter Schritt wird das Bild natürlich wie immer noch nachgeschärft, deswegen maskiere ich die relevanten Bereiche, denn wir wollen ja nicht den Rest nachschärfen, sondern nur das Tier und dann ziehe ich hier die Schärfe noch leicht nach oben und reduziere mit der Luminanz noch etwas das Rauschen, denn wir haben ja mit ISO 1000 aufgenommen. Und das ist schon das fertige Ergebnis. Ihr seht hier den Vorher-Nachher-Vergleich. Ich hoffe, mit diesem kurzen Lightroom-Tutorial konnte ich euch eine Freude machen, euch ein wenig Kurzweiligkeit geben und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald.